Und ob der danach gewachsen ist, wahrscheinlich keinen Samen mehr gegeben. Wahrscheinlich, ja. Was ist das denn? Eimer voller Milch. Und hier baue ich es am besten wohin? Hm. Entschuldigung. Entschuldigung, meine Sprache. Was ist das? Fisch! Oh, spannend. Das da, glaube ich, habe ich gesucht, oder? Na, doch nicht. Was hier wieder los ist? Also die Küche ist dann soweit mal eingerichtet. Dankeschön. Krasse Sache. Ich schaue noch geschwind nach Schätzen. Aber sind wir denn nicht Schätze genug? Hast du Titanium? Wie du immer nur Titanium brauchst. Wie ist es? Wie war dein Tag? Wie geht's dir? Alles okay bei dir? Jeden Tag ist es noch. Hast du Titanium? Hab ich dich jemals eigentlich was bedeutet? Nein, Titanium, Titanium, Titanium! Immer das Gleiche. Wirklich? Gemma. Ja. Nein, nur eines. Titanium. Titanium. Sind die schöner? Ah! Sind schon... Ah! Zwiebel schon schnickig. Ich bin ein Döner. Du bist ein Döner. Oh, Badezimmer ist auch wieder benutzbar. Hast du es durchlüften lassen? Tut mir leid wegen dem letzten Unfall dort. Puh. Stay. Chili. Con carne ist immer. Puh. Ey, jo, lass mich das Bauen ist manchmal ein bisschen frustrierend hier. Kriegt nicht solche blöden Hyperfokussierungen wie ich. Dann macht euch das Leben einfacher. Ich hab da was hergerichtet. Sagt mal, wie ihr es findet. Wo denn? Im Klo. Ja. Im Kloloch. Im Klo. Ich bin gespannt. Oh, süß. Okay. Passt, oder? Jo. Ganz simpel und solide. Cute. Sieht aus wie so ein kleiner Safe Space. Brauchst du Lichterketten dazu? Gute Idee. Warte, ich gebe dir welche. Willst du so hängende oder so runde? Also sie selber, I believe in your skill. Bitte? Was auch immer du findest, das besser passt. Oh no. Diese Erwartungshaltung. Das Doofe ist, ich kann da drin leider keins mehr machen, aber willst du vielleicht noch so ein Flaschenlicht und da reingeben? Ich habe nämlich davon noch genug. Ja, hau rein. Das war Fire Hazard, aber unser Boot ist ja nur aus Holz. Ja, du. Kann nichts passieren. Also war im Meer, also. Unser Boot wird literally die ganze Zeit überflutet. Das ist true. Zum Beispiel. Wasserboot, Wasserboot. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie eine Grabstätte, I'm sorry. No! Ja, das, okay, das ist das ganze Essen, was wir gegessen haben. Das ist das Tribute. Okay, weil wir da am Klo sitzen und dann wieder schauen. Ja, die kommt sofort, die würde saß eng.
Ich gebe mir so viel Mühe, was Cutes zu machen. Ich gebe mir dann so, ah, mach mal Grab draus. Ich hab gar nichts gesagt. Ah, oh, das Bild von Brust. Oh, hier, ja. Okay, ich gebe die Dinger schon weg, wartet. Nein, I like it. Wir machen, wenn, dann schon so eine richtige Ritualstätte. So. Und zack. Ich steck grad fest. Ja, du musst ein bisschen wiggeln. Buck dir und wiggle ein bisschen und dann kommst du runter. Ja, genau. Mach den Macarena und dann bist du wieder draußen. So, können wir eigentlich wieder weiterfahren oder brauchst du noch was? Hier voll. Ja. Na dann, düs mal. Ah. Wo sind die? Oder? Upsi, whoopsi! Yeah! Den Kopf von Mama Bär nur? Ah ja, der hängt, glaube ich, bei mir im dritten Stock, oder? Ah, okay, bei dir ist der. Den kannst du ruhig runternehmen. Gegenüber von Stinky und Stunky. Ich nehme jede Schrottspende dankend an. Komm zu mir hoch und ich gebe dir 5. High five. Yeah. Ich kann da A angeben. Dankeschön. Ich nehme alles. Er ist billig und billig. Dankeschön. So. Wie ich da die Haken fliegen sehe. So. Jetzt sind wir genau fast auf richtigen Kurs. Ich weiß noch immer nicht, was da. Warum da zwei Inseln eingekreist sind. Aber wir werden es bald herausfinden. Vielleicht haben wir damals wirklich beide abwarten müssen für den einen Kopf. So. Das sollte jetzt richtig sein. Passt. Oh no, jetzt sind wir ein bisschen zu weit. Komm mit. Zeig. Was macht denn JP da oben? Schaut richtig ästhetisch aus. Was für eine Batterie? Ich kenne mich da nicht aus mit dem Zeug. Die Batterie. Hier wird okay. Ja, das Team mehr genießen. Wo bist denn du? Unten bei die Dätze. Ja, wenn ich gesagt komm mit, dann geh nicht weg. Ja, also, wenn du irgendwo hingehst, kann ich nicht mitkommen. Creep, glaubst du, ich folge einfach jedem Mann, der sagt, ich soll mitkommen? Und der nächste Zeit? Mhm. Und jetzt haben wir eine neue. Hast du eine? Nein. Okay. Boah, bei mir schenkt es. Da ist ja voll eine coole Bruce Nummer 14? 16. Immer noch die Kinder müssen da so Trophäen waren. Ne? Ah ja, Brusks Vieh, wer kennt ihn nicht? jetzt ist wieder nur noch eine? Ja, ich verstehe es auch nicht gerade. Die eine ist verschwunden. Vielleicht war das die, die wir als nächstes in der Story hätten. Ich habe auf jeden Fall die von Tangaria eingegeben. 787, ja, ja. Ja, da vorne, ich sehe schon. Siehst du die Kuppel? Ja. Wenn du nicht direkt hinschaust, ja. Leben auch sie alleine unter der Kuppel. JB, schau mal in die Richtung, wo wir hinfahren. Ich seh nix. Es wird gleich revealed.
Darfst nicht direkt hinschauen, geradeaus. Das Wichtige ist, da im Himmel. Unsichtbar. Im Himmel? Also direkt und? Geradeaus. Oh, wow! Wir fahren zum World Cup. Ich dachte in die Hunger Games. Fußball, Question Mark, World Cup. Ist das ein großer Becher? Ja. Das ist ein großer Fußball. Ich finde, es sieht aus wie ein großer Golfball. Mit Ball. Ah, wir müssen dann den richtigen Eingang wiederfinden, oder? Ich glaube, sind die Türen noch offen, die wir aufgebracht haben? Ja, ich hoffe. Spoiler! Bei dem wer zwei Schrott? Ja, ich hab zwei alles Schrott. Hergegeben. So, aber du brauchst eigentlich einen Schrott für die... Ja, aber zwei bringen mir nichts. Ich brauch vier. Ich hätte zwei. Ah. Ja, meins ist nicht so wichtig, nimmst du über. Jetzt müsst ihr darum kämpfen. Okay, danke schön. Dein, Dings ist wichtiger. Oh nein, ich muss das Schild wegreißen. No. Was für ein Schild? Das Suppengrün-Schild. Also kannst du es ja dann wieder machen. So, das müsste jetzt automatisch funktionieren, oder? Ja, keine. Ich freue mich echt wieder auf diese Insel zurückzukommen. Bei der habe ich mich am wohlsten gefühlt bisher. Ja, bis auf die ganzen Roboter, die hier und so. Jede Insel hat seine kleinen Flaws. Ich akzeptiere sie alle. Ich habe die Schneeinsel ganz lustig gefunden, einfach nur weil das war einfach so die coole Session, die wir gehabt haben, wie wir mit deppern Bikes rumgefahren. Ja, mit den Schneemobilen, Alter. Und wie wir dann einfach alle fast gestorben sind. Diese Insel hat einen Special Place bei mir. Ich halte bei einer dieser ausgefahrenen Rutschen an, ist das okay? Ja, wenn wir gleich raus. Aber aufgestiegen. Das haben wir auch gedacht. Aber ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt Tangaria. Tangaroa. Tangaroa. So. Werft den Anker. Jo! Vorsicht, die Roboter greifen an. Ja? Roboter? Oh, da ist einer. Haben wir eigentlich die Münzen gerade? Ich wüsste gern, wo man das anschaut. 19? Weil, wenn du auf T druckst, auf der linken Seite, da stehen die Münzen. Ah. Ich geh aber schauen. So, was wollen wir dann eigentlich kaufen? Hat die denn einen Rucksack? Ich habe noch keinen Rucksack, aber ich glaube, den würde ich dann machen, jetzt wo wir eh dann. Ja, wir müssen dann einmal Lama fangen. Drama Lama. Ah, ich will ein Klavier. Da. Kaching. Yeah. That's what I'm talking about. Glaubt sie bringt die Rüstung was, außer dass man gerüstet ist? Ich weiß nicht, bist du dafür gerüstet? Was heißt denn ja, aber sie bringt schon ein bisschen was, aber sie wird halt kaputt. Oh. Diese Wegwerfkultur kann ich gar nicht darstellen. Ist da ein Charakter, den man freischalten kann? Ja, meiner. Ja, aber der ist in diesem anderen Ding. Der ist auf unserem Boot in die andere Richtung, guys. Da ist nochmal so ein kleiner Teil, den sie da. Im Wasser ist noch so ein komisches Schiff da. Genau. Mhm. Man muss sie ansprechen, man kann ihn auch freischalten. Ja, voll. Das ist die, was Kiwi spielt gerade. Nur ohne Eisbergkopf. Oh. Sad, ich weiß. Hashtag sad. Wer wenn das heutzutage noch Hashtags? Werbungen überall. Deine Mama. Nicht auf Instagram keine Hashtags? Ja doch. Aber lass mich doch einmal diesen Typen hier mobben. Da hat der Bäume gefällt und nicht nachgepflanzt, das sagst du dazu, hm? Ich hab das nicht gemacht. Achso. Achso, auf unserem Boot. Na, auf unserem Boot war das nicht. Immer doch da auf der Insel. Da hab ich Bäume gefällt.
Nein, ich wollte doch auf der anderen Seite, du blödes Bausystem, du. Ja, wieso schalten jetzt da keine von mir? Manchmal ist das ein Kreuz mit diesem Spiel, ich sag's euch. Hey, da bin ich nicht gut gekriegt. Oh, ein Stein. Sind die Alleebäume wieder nachgewachsen? Das muss ich nachschauen. Auf der Tungaroa. Also ich holz gerade alles auf, was geht. Das nehme ich als ja. Ja! Das ist ja eine Ratte. Hilfe! Also seit wir diese Spinne gehabt haben, sind Ratten mir schon viel lieber geworden. Spinne? Nukleare radioaktive Megaspinnen. Was? Oh. Und vor der Session verpasst. Du musst sie sowieso mal nachspielen, oder? Ach, das überlege ich mir jetzt nochmal. Es ist, sie schauen eher mehr aus wie Zecken und weniger als Spinnen. Wo kriegst du die Münzen her, ne? Ich renne gerade in die Häuser rum und so ein bisschen farmen. Ich bitte. Hat man nicht auch Münzen gekriegt, wenn ein Roboter erledigt hat? Na, da hat man gleich diese Marke gekriegt, gell? Ja. Ja. Ich habe 5 Scrap gefunden und die habe ich da eingelegt. Oh je, oh je. Ich habe ein Klavier gekauft und das ist ziemlich cool. Wo ist es? Das wirst du erst erfahren, wenn der Stock freigeschalten ist. Ja, was kommt? Jetzt weiß ich, wo es ist. Ja, aber du darfst nicht rein. Ja, kauf dir auch was nach. Kannst du doch gerne aus dem Tank hier was nehmen. Oh. Ah. Cool. Mach denk ich mir. Staubsaugerwasser. Die sind bei dem rechten. Boah. Die sind ja für cheap, ich kaufe also für jeder an. Da kriegt man dann, also erstens kriegt sie Achievement. Und ihr kriegt 2 von jeder Pflanze, wenn du halt siehst. 2 von jeder, genau. Das sind alle Pflanzen schon bei meinem dritten Stockwerk oben. Achso, hast du ja schon Löffel. Dann hab's das Achievement. Ich würde gern schauen, ob es vielleicht auf Tangaroa einen versteckten Schatz gibt. Voll. Weil ich glaube nicht, aber probier's. Leb dich aus, Junge. Ich wünschte, ich könnte Holz aus den Automaten ziehen. Das tue ich gerade. Aber es gibt noch viele. Ja. Ja, wir haben keine Axt mehr. Ich hab zu Tool ge- Wer cruncht das so? Das ist nicht störend, ich bin nur eifersüchtig. Auf den Crunch. Captain Crunch. Kann nicht so crunch, wie du denkst. Das klingt crunchiger als es ist. Das ist eine fette Lüge. Ist Boot? Im Wasser. Da wo noch Bäume stehen, wird immer ausgehen. Nicht mehr lange. Da waren die Bäume gewesen. Die waren mit unser Boot. Wir haben ein unsichtbares Bootmobil. Hey, dieses Gebäude ist ja direkt hinterm Boot. Mal wie cool. Wie gut habe ich denn eingepackt?
wo die Elaine drinnen ist. Gar nicht aufgefallen. Ja. Das ist ziemlich enttäuschend. Ich hab Füße, sitzt du schon wieder im Klo? I'm having a good time, okay? Wenn ich nicht fisch, bin ich am heißen. Klingt ausgeglichen. Dankeschön. I strive to be you one day. So. Ich bin gleich wieder da. Ich muss so dringend aufs Klo. Bis gleich. Ja, schau, wenigstens jemand damit besteht. Brudi schreit. Kann er nicht was zum Trinken? Hat er ein Essen, Manni? Was, wir können einem Essen geben? Na, aber er muss halt Gras haben. Na, was ich glaube, er ist eins, dann gibt's ja nicht. Ist das Gras? Brauchst du Gras? Ja. Ah, okay, dann nicht. Ich trage ihn, vielleicht geht's ihm dann ein bisschen. Die Tangaroa-Pflanze sind so schön. Ein Beck, leere Blase, aber voller Teller. Ich hab endlich mein Essen geholt. Oh! Meine Güte, ich bin so eine Person. Ich bin damals gut, dass man nicht ist. Wow, rude. Cancelled. Ja, wollen wir dann weiter? Ja, können wir eigentlich gerne dann machen. Wer von euch hat das meiste Holz? Der hebt die Hände. Der Küche ist einiges. Ich hab... Ich hab 100. Was? Gib her. Wer? Der... Also... Alle. Alle Hände hoch. Wow! Wow, 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 Junges! Du eskalierst, das gefällt mir. Boah. Bruce, Mama Bär und Rö. Was? Ja, wenn man nur einen Namen drunter schreibt, dann sieht man das bei dem nicht, weil er so groß ist. Rö. Weil die immer so Rö haben. Türö. Okay, also ich bin mit unserem Badezimmer und unserem Wohnzimmer da jetzt sehr zufrieden. Bist du das?
Ich hätte jetzt recht gerne noch mehr Schrott. Das wie drei in der Kiste. Wie kommen wir zu mehr Schrott? Das ist echt. Ja, ich glaube, wir müssen einfach wirklich weiter diese Inseln abfarmen, die kleinen, oder? Das befürchte ich auch. Haben wir nicht Glück? Na, wenn wir mal anschmutzen. Schmutz. Beschmutzt. Erst. Habra! Ja, wollen wir das machen? Ja, du halt. Du halt starten. Töre. Und lass alles, was du nicht tun kannst. Alles ist viel weiser. Oder voll einschüchtern. Und jetzt aber. Jetzt aber. Super. Richtig geil. Falls ich zu viel Selbstgespräche mache, dann bitte. Nein, sag's. Das war voll gut. Ich bin noch sehr ins Fischen, da ich an dem Fall ein bisschen Musik und bin so. Fühlst dich wie in Animal Crossing hier? Ja. Zoning out, just happiness. Das ist, so habe ich mich immer in Zelda gefühlt, beim Herumreiten oder so. Nur noch 3 Monate und da kommt das neue Zelda raus. Ja, nur 70 Euro. Das erste hat auch 70 Euro kostet. Das ist jetzt. Wir haben ja gar keine Axt mehr. Ich werde es mir wahrscheinlich eh vorerst nicht leisten wollen, aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es draußen ist. Ja, puh. Ich habe gehört, dass es anscheinend so Nintendo Game Voucher gibt. Da kosten 2 Voucher 100 Euro und du kannst da fast jeden Titel damit kaufen. Vielleicht bleibt das eh auf Zelda. Weil dann könntest du da eigentlich einen Game Voucher kaufen. 100 Euro, 30 Euro mehr und könntest du noch ein Full Game kaufen. Was um die 60, 70 kostet. Da sparst du ein bisschen was aufs zweite Spiel quasi. Ich muss mir jetzt erst einmal die Regelung setzen, dass ich mir wirklich kein Spiel kaufen kann, bis ich die, die ich gespielt habe, also bis die, die ich habe, endlich gespielt habe. Das ist ein bemerkenswertes Ziel, ich bin schiebe, das machen. Ich muss endlich, weil. Ja, ich habe eh nicht genug Geld, dass ich mir die ganze Zeit Spiele kaufen kann, aber dann kaufe ich sie trotzdem. Und dann spiele ich sie zu wenig. Hey, du bearbeitest das Video eh, oder im Endeffekt im Nachhinein, gell? Ja. What? Die Antwort ist Piracy. Ganz mach einfach einen kontinuierlich langen Beep und sag, ich hab einen Auszug gehabt. Boah, JB, was hast du gerade für einen Auszug gehabt? Kannst du aufhören, so viel zu schreiben? Das ist auch meine Strategie mit Hogwarts Legacy. Das hat mir so leid, dann auf einmal ist es über mich gekommen und ich war einfach nur so. Okay, thank you, dann, sorry. Bin so voraus. Ja, na, mit Hogwarts Legacy, by the way. Eher. Agree. Hier muss kaufen. Das Beste von beiden. It's the best of both worlds. Baby, I'll take it slow. Daddy, rock out the show. Ich esse gerade Avocado Maki und die hitten einfach jedes Mal.
sowas Geiles. Ich will dann auch was zum Essen, wenn man sich die ganze Zeit gerissen wird. Ich muss dann kochen. Was kochst du dir denn? Ich mach Wraps mit veganem Kebabfleisch, mit Salat und Avocado. Und weiter habe ich noch nicht überlegt. Klingt aber auch delicious. Ich koche jetzt wieder so viel momentan. Wow. Das ist eh gut. Ist billiger, gesünder. Und man hat das Gefühl, man hat was Braves gemacht. Honestly. Wenn du zu Lidl gehst, doch. Ja, voll. Ja, voll. Ja. Es kommt halt immer davon. Ja, voll, es kommt voll davon. Wenn man größer halt, wir bei der Insel, weil dann hau ich wieder gleich mal ein. Ja, mhm. Ich bin schon. Machen wir eine Schrottpause. Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wenn man so eher mehr so Gemüsesachen und sowas kocht, dann ist es wirklich billiger. Aber wenn es ja, dann um Proteine und Fleisch geht. Ja, nein, keine Ahnung, Fleisch bin ich sowieso momentan gerade nicht so. Aber Gemüse ist eh nice wegen Tiefkühlgemüse. Nur mein Problem ist, mein Tiefkühler ist so klein. Mhm. Deswegen kann ich da nicht so viel erfahren, weil... Ich kann dazu nur sagen, wir sind nicht normalerweise immer zum Spar gegangen. Und die letzten 3-4 Male sind wir zum Lidl gegangen. Und jetzt sind einfach 40 Euro weniger. Ja, es ist wirklich so, der Lidl ist noch... ein angenehmer Laden. Er ist noch preiswert, sagt man. Oder vegane Sachen. Ja. Die haben jetzt vegane Schmeckwürfel. Aha, die will ich nicht gesehen. Doch, die sind jetzt glaube ich nicht. Die sind voll super. Also ich habe so eine Kost, aber die wirken cool. Aber dafür gibt's bei mir diese veganen leckeren Gnocchi. Die gibt's bei mir aber auch nicht. Die waren irgendwie nur so ein einmaliges Tier anscheinend. Der hat manchmal so Saisons. So Saisonware. Ja, okay. Also bei den veganen Sachen, da dann sollte ich oft einfach mal was ausprobieren, ob es gut geht und dann schauen, ob sie es ins Standardprogramm übernehmen. Ich hoffe, die kümmern wieder die ganzen Lecker. Ich kaufe das echt gern ein. Aber ich würde nie wieder dort arbeiten. Ja. Das glaube ich. Was war? Ein Monat hat genügt. Luca, das ist ja schön. Wie kannst du das wieder machen? Relatable. Me all the time. Wir sind alle Katzen. Oh. Wir sind alle Luca. Hey, kannst du bitte nicht mehr kaufen? Nein. Sie probiert Neues. Sagt der Katze nicht, was sie zu tun hat. Ja! Entschuldigung. Tja, ich bin Schrottschau komplett abgefahren, weil ich nicht wieder kann. Ich bin auch Ich hab einen Anzügen gefunden. Ach, ich hab's nicht. Weil jetzt bin ich nicht wieder von Schrottschau. Hat irgendjemand vielleicht da Schluck auf? Ich hab Schluck auf. Okay. So, ich hab 3 Schrott. Ich bin so stolz auf dich, Mio. Aber ich brauch... Ich hab 2 noch. Ich hab's jetzt in die Kiste. Ja! Hallo. Hey, bitte, oh Gott. Wenn sie das, wenn ihr so Katzen habt, sehe ich die ganze Zeit in die Finger beißen. Na, ich hab keine Katzen. Meine Arme, Mini, die Finger gibt's. Auf die Seite von meiner Hüfte. Da kommen einfach her und beißen wie mein fucking, wie in mein Lauf-Handy. Entschuldige, in meine
Ich bin immer so schockiert, wenn er das macht, ja. Bin so, Alter, das machen sie anscheinend, wenn du im Weg hockst, ja. Und einfach hocke ich auf meinem Bett und er kommt her und beißt und geht wieder weg. Ja. Ja. Mich hat eine Katze, die wir nur leider eine kurze Zeit lang hatten, immer, wenn ich auf der Couch gesessen bin, terrorisiert und mir auf meine Fußsohlen gebissen. Dann konnte ich mich nicht stehen und dann musste ich sie immer verstecken, aber der hat mich dann immer weiter gebissen. Naja, und 2 Monate darauf ist überfahren worden, ne? Und nicht von mir. Oh, no! Karma! Ey, mein Gott, lass dich! Okay. Jetzt schießen wir dort immer in meine Blumen herumgraben. Ja, oh. Alles so cool. Hast du ihm schon mal gesagt, dass du es nicht so cool findest? Müsste mal so ein richtig offenes Gespräch dazu haben, ansonsten ist vielleicht eine Therapie für euch beide, wisst ihr, so eine Eheberatung. Also. Alle an Bord? Ja! Wie lange wollen wir noch machen? Ich habe eigentlich schon richtig Bock auf Kochen, jetzt wo wir bei Essen geredet haben. Ich richte mich ganz nach euch. Ich könnte heute noch gleich 7 Stunden weiterspielen, aber... Wir wollen wirklich dann einmal eine Pause einlegen und holen uns halt was zum Essen und spielen dann noch ein bisschen weiter. Ich meine, wenn es nicht wirklich Story-Sachen macht, können sie es wieder so weiterspielen, oder? Immer mir sind die Story-Sachen egal. Ich würde, glaube ich, heute wirklich noch am meisten einfach weiterbauen. Aber ich richte mich da, wie gesagt, nach euch. Ich weiß nicht, wenn ihr so geht jetzt, dann... Weil ich koche, wie gesagt, das dauert länger. Ja, sonst legen wir halt einmal so 20 Minuten Pause ein und können wieder essen. Hey, lass dir's rein. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Ja. Ja. Mal schauen, wie schnell ich bin. Also, beziehungsweise. Man macht einfach weiter ohne. Also, ich hab Essen und ich muss mich sogar holen. Ich kann die Insel einfach offen lassen. Caro, du kannst ja aussteigen, weil dann verhungert dein Charakter nicht mehr. Ah, dann geh raus. Und wir dann da einfach. Ja. Ja, machen wir ein bisschen Pause. Ich weiß nicht, wie früh ich dann wieder da bin, weil ich müssen noch ein paar Sachen machen. Ja, wenn wir eh hauptsächlich nur bauen, dann ist ja nicht so dringend. Müsst ihr euch keinen Stress machen. Ja, passt. Ich muss jetzt. Ich leg da aber auch. Gell? Ja, passt. Ja, voll, ja. Ich bin später. Bis später. Bye, bye.